Damit wäre also auch dieser Schritt erledigt. Ich habe jetzt hier eben diese metallischen Teile der Hutschienenträger jeweils verschraubt. Ich glaube, ein, zweimal hatte ich mich verschraubt. Hier unten in dem Bereich ist das tatsächlich auch sehr knapp. Das liegt wirklich direkt auf. Aber das geht schon. Das ist ja auch ein bisschen flexibel. Da sitzt der Kunststoff oben drauf und ein bisschen in die eine oder andere Richtung bewegt sich das schon. Es hält jetzt nicht absolut bombenfest und insofern passt das schon. Im nächsten Schritt geht es jetzt eben wieder diese Plastikeinsätze hier zu installieren. Die muss man eben entfernen, um die Schrauben hier einschrauben zu können. Das heißt, die werden da im Prinzip einfach nur reingesteckt. Die rasten dann im unteren Bereich, rasten die so ein bisschen ein und fallen dann dadurch eben auch nicht mehr raus, ohne weiteres Zutun. Und das mache ich jetzt hier einfach mal die 24 Mal und dann sehen wir uns auch da gleich wieder. So, damit wäre jetzt also auch das Einsetzen dieser Plastikeinsätze erledigt. Teilweise ist das ein bisschen fummelig, aber insgesamt klappt das ganz gut. Das ist auch wirklich hochwertiger Kunststoff, der nicht gleich zerbricht. Teilweise muss man eben schon so ein bisschen herumfummeln, damit einfach diese Nase hier einrastet, damit das Ganze ordentlich sitzt, nicht mehr herausfällt. Also das ist jetzt hier wirklich in Position und gibt halt jetzt hier so diesen Kanal. Also ich habe jetzt hier insgesamt vier vertikale Kanäle, durch die ich Leitungen führen kann. Die kann man hier auch im Nachgang hineinführen, beziehungsweise kann die auch wieder herausziehen. Man muss die jetzt da nicht einzeln hindurchfädeln, sondern hat halt hier die Möglichkeit, das von vorne einzufädeln. Und das ist schon eine ganz ordentliche Lösung, wie ich finde. So, im nächsten Schritt geht es nun, die dazu passenden Hutschienen zu montieren. Das ist jetzt eben die einfältige Variante davon. Die setzt man hier jetzt im Prinzip einfach nur auf. Die rastet da ein, also das ist hier mechanisch mit solchen Nasen auch nochmal kodiert, dass das wirklich richtig sitzt. Und dann wird das hier von oben nochmal verschraubt. Da gibt es jeweils zwei Schrauben, die gesetzt werden müssen. Eine geht in den Kunststoff, eine hier in den Metall hinein. Und den Schritt gilt es hier jetzt entsprechend oft zu wiederholen. Auch hier habe ich die dazu passenden Schrauben, beziehungsweise sind dann die gleichen Schrauben eben wie auch schon zuvor. Und das schrauben wir jetzt hier einfach mal fest. Jetzt ist natürlich das passiert, was nicht passieren sollte. Die Schrauben fallen in den Schrank. So. Und damit ist jetzt sozusagen der erste Schritt, die erste Hutschiene ist hier gesetzt. Und das schaut doch ganz ordentlich aus, wie ich finde. Man sieht eben auch diesen Höhenversatz. Das sind, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht vermessen, aber das sind sicherlich 4-5 cm Höhenversatz zwischen dieser obersten Reihe, zwischen dieser obersten Hutschiene, die eben auf dem Isolierstück hier sitzt, und den Hutschienen, die hier einfach oben drauf gesetzt werden, über auf diese Hutschienenträger. Das ist eben, wie gesagt, gewollt, da man jetzt hier durch diese Leitungsführer, durch diese Hutschienenträger die Leitungen führen kann. Diesen Schritt gilt es jetzt entsprechend oft zu wiederholen. Das mache ich jetzt einfach mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, damit wäre also auch dieser Schritt abgeschlossen. Ich habe jetzt hier eben diese Hutschienen jeweils eingeschraubt. Es bietet sich an, habe ich die Erfahrung gerade gemacht, dass man immer erst die mechanische Verbindung herstellt, eben über diese Schraube, die die metallischen Teile miteinander verbindet, und dann diese zweite Schraube, die eben diesen Hutschienenträger, dieses Plastikteil mit fixiert, das erst im zweiten Schritt zu installieren. Ansonsten kann es da so ein bisschen durch die mechanischen Spannungen zu Problemen kommen. Aber wenn das alles einmal festgeschraubt ist, dann macht das wirklich einen hier soliden Eindruck. Das Ganze schaut jetzt auch aus wie ein Schaltschrank, eben wie ein Verteiler. Hier oben haben wir eine doppelte Hutschiene über beide Felder. Und dann gibt es jeweils immer die einzelnen 6 Stück an der Zahl in 2 Feldern. Das heißt, ich habe hier 12 mal 12 Teilungseinheiten. Und das sollte jetzt hier eben ausreichen für die Anforderung, die ich hier habe. Gleichzeitig habe ich eben 4
vertikale Kanäle, die ich eben nutzen kann, um Leitungen vertikal zu führen. Und im nächsten Schritt geht es jetzt darum, Leitungskanäle zu installieren, die horizontal hier jeweils entlang laufen, sodass man eben auch zu den einzelnen Reihen-Einbaugeräten, zu den Klemmen an diesen Geräten eben mit den Leitungen hinkommt, wenn man hier aus dem vertikalen Kanal herauskommt. Und das gilt es jetzt eben im nächsten Schritt zu tun. Was ich jetzt aber auch festgestellt habe, beziehungsweise jetzt, wo das alles fest ist, werde ich das Ganze nochmal aus dem Schrank herausschrauben. Man muss ja ohnehin, um den Schrank an der Wand zu fixieren, braucht man hier Zugang zu diesen Öffnungen, zu den Bohrlöchern halt hinten, wo man dann die Schrauben hineindrehen kann. Insofern muss man sowieso das ganze Gestell, die ganzen Hutschienen, Träger, Tragschienen eben herausschrauben. Jetzt, wo das alles mechanisch verschraubt ist, ist das auch kein Problem mehr. Ich muss nur noch diese Schrauben hier lösen, kann dann den ganzen, also als gesamte Einheit das herausnehmen, kann das nachher wieder hereinschrauben. Wenn man das öfter macht, kann man sicherlich auch direkt, ohne das einzubauen, in den Verteiler direkt auf den Tisch anfangen sozusagen. Habe ich mir in dem Fall aber nicht zugetraut, denn wenn da irgendwo ein bisschen Versatz ist, dann kämpft man nachher hier wirklich, das hineinzukriegen. Insofern hat sich das schon so angeboten. Jetzt ist das soweit alles fix und sollte sich nicht mehr gegeneinander bewegen. Und jetzt werde ich das eben so, wie es ist, nehmen, herauslösen und dann hier auf dem Tisch eben weitermachen mit den Hutschienen, mit den vertikalen Leitungskanälen und das dann ganz zum Schluss, wenn dieser Verteiler an der Wand hängt, wieder einsetzen. Im nächsten Schritt gilt es nun, die horizontalen Leitungskanäle zu installieren. Diese sind eben aus Kunststoff und bieten die Möglichkeit, die Reihen-Einbaugeräte, die sich hier dann später auf den Hutschienen befinden werden, mit Leitungen anzufahren. Man kann die Leitung dann eben an der entsprechenden Stelle, dort eben, wo sich die Klemmen der Reihen-Einbaugeräte befinden, herausführen. Das Ganze wird dadurch eben automatisch sortiert. Man kann hier vorne die Klappe auch abnehmen, sodass man hier neue Kabel einführen kann und das Ganze ein bisschen sortieren kann. Und dann kann man eben in erster Linie aus optischen Gründen das Ganze auch wieder verschließen, setzt dort dann eben den Deckel drauf und dann schaut das eben soweit sauber aus. Man sieht da nicht allzu viel davon. Diese Leitungskanäle gibt es einmal in einer einfältigen Version, die sind relativ kurz geraten, schauen so aus. Und dann gibt es das Ganze auch in einer zweifältigen Version, das überspannt halt zwei Felder, bietet dann dafür aber die Möglichkeit, also ist entsprechend länger, bietet dafür aber nicht die Möglichkeit, hier seitlich die Kabel so besonders leicht und schön herauszuführen, also hier in der Mitte. Ich habe mich jetzt entschieden, diese zweifältige Version zu benutzen und werde jetzt hier eben 6 solcher Kanäle einsetzen, zwischen den Hutschienen jeweils. Das kann man sicherlich auch im Nachgang, sofern man das Material da hat, auch relativ leicht nochmal ändern. Die Träger dafür sind nämlich die gleichen, also das sind auch wieder solche Kunststoffteile. Dort wird das einfach hier so hineingeklipst. Und das Ganze wird dann eben an Ort und Stelle auf die Tragschienen hier geschraubt. Sofern man das jetzt ändern möchte gegen die einfältige Version, muss man das halt hier herausschrauben und dann hier entsprechend einen weiteren Halter setzen und dann die einfältige Version einbauen. Insofern ist das jetzt nach wie vor flexibel. Falls mir das nachher nicht gefallen sollte, werde ich das vielleicht nochmal ändern. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich mir eben gedacht, die zweifältige Version zu benutzen, einfach um auch die Möglichkeit zu haben, schön die Drähte zwischen den verschiedenen Feldern hin und her zu führen. Ansonsten würde das ja hier in der Luft hängen und wäre vielleicht nicht ganz so schön. Und in Verbindung mit diesem Kanal sollte das eben auch möglich sein und auch optisch ansprechend aussehen. Damit machen wir uns also an die Montage dieser Leitungskanäle. Die werden eben, wie gesagt, über diese Halter hier montiert. Diese gilt es mit 2 Schrauben immer zwischen den Hutschienen mittig anzubringen. Auch dafür braucht man wieder Schrauben. In meinem Fall waren auch hier keine dabei. Aber das ist wie bei allen anderen Dingen hier eben mit diesen Schrauben zu lösen, die ich auch schon für die anderen Dinge verwendet habe. Das heißt, wir schrauben das jetzt hier auf dieser Seite einmal alles fest und setzen dann eben die entsprechenden Leitungskanäle ein. Das würde eine Weile dauern und dann sehen wir uns gleich wieder. Damit werden jetzt also auch die Träger für diese Leitungskanäle installiert, seitlich jeweils. Man kann schon sehen, auf den Tragschienen ist
gar nicht mehr allzu viel Platz. Hier gab es auch das ein oder andere Platzproblem, beziehungsweise hier oben in erster Linie ist es leider nicht möglich, das Ganze hier zu installieren. Das heißt, hier kann ich leider keinen solchen Leitungskanal installieren. Muss ich mal sehen, wenn das mir zu chaotisch wird und ich unbedingt diesen Leitungskanal nachher hier haben möchte, dann besteht wahrscheinlich schon noch die Möglichkeit, hier so ein bisschen was herauszutrennen. Denn hier unten passt es natürlich, wie auch hier bei den anderen Reihen hin, das liegt halt hier an diesem Isolierstück nach oben hin, das dort ein bisschen zu sperrig ist und eben in Kombination nicht genutzt werden kann. Muss man mal, wie gesagt, später sehen. Wenn mir das wichtig genug ist, dann werde ich das auch hier noch montieren. Ansonsten beschränke ich mich jetzt aber hier erstmal auf diese unteren Reihen und werde dort jetzt eben die Leitungskanäle hineinstecken. Ich hoffe, beziehungsweise ich hatte das im Vorfeld so ein bisschen probiert, aber wahrscheinlich sollte ich oben anfangen. Man kann diese Leitungskanäle jetzt nun hier einfach hineinstecken und dadurch, dass das eben alles aus Kunststoff ist, kann man das auch noch so ein bisschen bewegen und eben hier dann fixieren. Ansonsten kann man das sicherlich auch andersrum machen, erst alles zusammenstecken und dann verschrauben. So erschien mir das jetzt aber einfacher und dann setzt man sich jetzt einfach alle nur noch drauf. Man kann auch sehen, das ist natürlich Kunststoff, das ist so ein bisschen hier verbogen, aber spätestens, wenn man dann hier diesen Deckel drauf macht und das wahrscheinlich so ein paar Tage so hält, dann wird das alles schon wieder gerade werden. Und das schaut jetzt zumindest, wie ich finde, optisch wirklich sehr ansprechend aus. Das kennt man vielleicht so und so, das hat so einen Look von so Kabelkanälen hier vorne. Diese Abdeckung, die kennt man vielleicht eben, wie gesagt, von Kabelkanälen. Und dann ist das eigentlich eine ganz saubere Sache und hier verschwinden dann eben keine ganzen Kabel, beziehungsweise keine ganzen Leitungen, sondern normalerweise eben Einzeladern, beziehungsweise einzelne Leitungen eben, die von den Klemmstellen, von den Automaten und von den verschiedenen Einbaugeräten, die man hier verbaut, eben untereinander die man verbindet damit die Dinge untereinander, beziehungsweise dann eben hin zu den Reihenklemmen hin. Und insofern sollte das eben ein optisch schönes Bild abgeben. Man wird natürlich vieles davon gar nicht erst sehen, denn da kommen natürlich vorne überall noch die Abdeckungen drüber. Aber spätestens, wenn jemand den Schrank öffnet, dann ist es natürlich auch schön, wenn das ordentlich ausschaut und wenn man das Gefühl hat, dass derjenige, der das gemacht hat, Spaß dabei hatte und sich was dabei gedacht hat und das eben ordentlich gemacht hat und dann nicht irgendwie willkürlich alles zusammengeschustert hat. Die Verteilungen kennen wir natürlich auch alle, aber die schauen halt nicht ganz so toll aus. Hier gibt es jetzt einen Kamm, der so ein bisschen nach innen absteht. Da muss man einfach mal gucken, das so ein bisschen zurechtbiegen. Es gibt natürlich auch, manchmal wird die Möglichkeit oder die Notwendigkeit bestehen, einzelne dieser Kämme hier oder einzelne dieser Bürsten, die hier so rausstehen, dass man die abschneidet oder kürzen muss, denn die haben natürlich nur so einen gewissen Abstand von etwa 5 bis 10 mm, ich weiß es jetzt nicht genau. Und spätestens, wenn man hier mit dickeren Kabeln, zum Beispiel zur Versorgung von Phasenschienen mit 10 Quadrat oder so, arbeitet, wird es ein bisschen eng werden. Man kann diesen Deckel kann man zum einen so draufsetzen, dass man alles ein bisschen zurechtbiegt oder eben seitlich draufschieben. Jetzt ist das Ganze eben soweit fertig. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Leitungskanäle. Streng genommen wollte ich hier eben noch einen 6. installieren, hat eben wie gesagt nicht geklappt. Da gucke ich mal später, was ich da mache. Aber rein mechanisch sind wir jetzt an dieser Stelle eben mit dem Aufbau soweit fertig. Wir können jetzt eben damit anfangen, die Hutschienen zu bestücken, das Ganze untereinander zu verdrahten und eben in die nächste Phase gehen. Rein mechanisch, wie gesagt, sind wir an dieser Stelle erst einmal fertig. Damit wäre jetzt also der rein mechanische Aufbau dieses Verteilers abgeschlossen. Wir haben hier jetzt eben zwei Felder mit einer Hutschiene im oberen Bereich, die sich über beide Felder spannt. Dort sollen eben Reihenklemmen später installiert werden. Dann haben wir eben 6 Reihen mit je 12 Teilungseinheiten in einem Feld mit der Möglichkeit, dort Einbaugeräte zu installieren. Dazwischen, je zwischen den verschiedenen Reihen, befinden sich eben die zweifeldigen Leitungskanäle, die es uns ermöglichen, hier Leitungen zu führen zwischen den verschiedenen Einbaugeräten. Und in einem nächsten Schritt gilt es nun eben, all diese Schienen mit Leben zu füllen, zu bestücken, dort die Automaten zu platzieren, die Zähler, die Stromstoßschalter und all diese Dinge. Dazu in späteren Videos gerne nochmal mehr. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes übrig, als mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Ganzen ein Like gebt, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos bald schon wieder. Bis dann, bis dahin, tschüss!